So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Yoshi Story. Nun sind wir im dritten Kapitel und spielen den Spiralenturm. Auch wenn schon der Winter vorüber ist. Let's go! Also mit Spiralen stimmt schon mal. Aber der Song ist einfach episch. Also man muss ganz vorne stehen und dann richtig hart gedrückt halten. Und ihr wisst ja bereits, dass Yoshis keine Pepperoni mögen. Und meistens auf den Dächern sind zwei Münzen. Keine Sorge. Ich will schon da runter. Seht ihr, da war eine versteckte Honigmelone. Da wird uns wohl ein weiterer Boss erwarten. Weil im ersten Level, da war so eine Zuckerwattewolke. Wo wir sehen, was auf uns erwartet. Zwei Münzen. Und ein Herz. Ah ja, und wenn man in den zweiten Level reingehen will, dann muss man auch mehr Herzen einsammeln. Da reicht schon eine. Hey, das Geld will ich. Ja, ich bin geizig, ich weiß. Also da ist dann nichts mehr. Was ist denn das für eine Küken? Aua, die tun mir weh. Unverschämtheit. Oh, ich dachte, die geben mir Energie, aber vom Wegen. Frittiertes Hähnchen geben mir Energie. Logisch. Oh, das ist aber gemein. Warte, ich will schon noch unter das Dach. Danke. Oh, da war nix. Und dann frühzeitig B drücken.
Jawohl. B für Abbruch. Nächsten Abschnitt. Guck mal. Blättersurf. Reite auf dem Blatt durch die Lüfte. Achte auf die Balance, um das Blatt im Gleichgewicht zu halten. Hallo Dickwarp. Geheimes Ei gefunden? Dann rette es, ob weißer oder schwarzer Yoshi. Beide sind besser als die anderen Yoshis. Aber jetzt könnte diesen Part länger dauern als der letzte. Das war's doch nur knapp. Naja, wie soll ich sagen? 12 Minuten? 13? Oh, weiß ich schon nicht mehr. So. Einmal, zweimal. Toll. Jetzt muss ich wieder zurück. Aber irgendwann muss ich da hinunter. Das weiß ich ganz genau. Versuchen wir dann mit Blatt zu surfen. Immer den Joystick nach hinten drücken. Was ist das jetzt? Oh, ein Topf? Gehen wir doch da rein. Velomania rammelt, erstens, rammelt den Fragezeichenblock. Zweitens, berührt die Stadtfahne. Drittens, das Rennen beginnt. Viertens, beeile dich und gewinne viele Minuten. Fünftens, erreicht das Ziel und Lakito wird dich belohnen. Oh, ich rieche es schon. Da einfach Joystick mehrmals nach links drücken, dann seid ihr im Vollspeed. Hoffentlich hat es jetzt nicht Zeit gekostet. Hm.
Na, beeil dich, Roter Yoshi, und Ziel erreicht. Aber das war cool. Das war jetzt cool. Und jetzt mit Absicht runterfallen. Ihr werdet nicht sterben. Seht ihr? Also da könnt ihr mit 2 Münzen rechnen, aber nicht überall. Aua. Dreifach, vierfach und sechsfach. Oh, nee, das war 8. Und dann müsste hier irgendwo... Komisch. Jetzt ist doch das weiße Yoshi kommen. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Also hier müsste es eigentlich sein. Jetzt bin ich ganz baff. Also keine Ahnung, was jetzt war. Also hier wäre eigentlich... Oh, ist es hier? Ach ja, hier. Ah, lol. Jetzt habe ich schon einen Schreck gekriegt. Aber wo ist der Rückweg? Ah, da war das Ei. So, jetzt. Und Abflug. Oh ja, bloß das Herz einsammeln. Aber ich finde das Level einfach geil. Wenn ihr dieselbe Meinung seid, dann Daumen hoch. Wer Yoshi's Island kennt, der müsste diese Gegner kennen. Down.
So, nur noch 10. Ja. Dun, 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 dun. Ich hab irgendwas gehört. Jetzt, dass ich die Eier brauche, kenne. Brumsel. Wenn Brumsel rosa ist, schmeckt sie einfach zuckersüß. Ist sie blau, schmeckt sie tierisch bitter. Toll. Ah ja. Ja. Blöd ist, dass der weiße Ei mir den Platz wegnimmt. Entschuldigung, Schmetterling, aber ich muss dich fressen. Warte, da war was. Ja, dachte ich mir doch. Jetzt muss ich auch langsam aufpassen. Genau die. Ja, da sieht man schon, dass von Level zu Level unterschiedlich lang dauert. Was ist, wenn ich da springe? Ah, das dritte Herz. Awesome. Okay. Zusammenreißen. Fail? Nur noch 5 Früchte und das Glück ist perfekt. Ja, jetzt kommt diese asoziale Stelle. Da muss man mehrmals den Block betätigen. Bloß der Gegner soll verschwinden. Oh, ich hab Angst. Weil das soll mir abziehen. Zisch ab.
Kollege. Geschafft. Ach, das finde ich das Schwierigste von allen. Ja, natürlich. Mir eine Attrappe stellen. Oh, das ist der vierte. So, noch zwei. Glückseligkeit ist nicht mehr fern, nur noch eine Frucht. Gibt's nicht. Jetzt fehlt mir eine Frucht. Jetzt muss ich überall umgucken. Ob es nicht irgendwo rumweilt. Das ist jetzt klein wenig ärgerlich, aber das wird man ja wohl finden. Also da habe ich schon jetzt ist es blöd. Aber ich nehme mal an, dass ich das irgendwo aufgrund des Schnupperns irgendwo es versäumt habe einfach. Vielleicht hier. Nee. Okay. Hier denke ich, dass ich alles hier habe. Also ich stehe schon dazu. Also da ist nichts. Ich habe ja noch Zeit. Aua. Ja, da habe ich auch einen gefunden. Vielleicht befindet sich das irgendwo hier. Also unten kann es nicht sein. Da habe ich ja auch eins gefunden.
Also da ist es auch nicht. Und beim Rennen habe ich auch einen gewonnen. Also alle 7. Also muss es irgendwo hier sein. Und wenn ich das nicht finden sollte, dann werde ich halt irgendeine Frucht essen. Das ist halt so. Das kann nicht sein, dass ich das jetzt nicht finde. Da, 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 da. Okay, da ist nix. Okay. Ah, jetzt muss ich ein bisschen noch beeilen. Natürlich. Merkwürdig, oder? Was soll das jetzt wieder? Ah, verschwind! Nee. Ich dachte, ich müsste die Spinne umbringen. Aber keineswegs. Komisch, komisch. Tut mir leid, Leute. Ich war mir sicher, irgendwo das gefunden zu haben. Was bist du für eine Unsichtbare? In Wieso? Mal bin ich da, mal dort und schwupps, wieder fort. Komm nur her. Wo bist du? Man sieht's, wenn man im Hintergrund leicht angeschwommen ist. Boah, das war ein leichtes Spiel. Und hä, wo bin ich jetzt?